So I might just start. A warm welcome also from my side to this first. Gut, sind alle da? Dann begrüße ich Sie ebenfalls zu dieser Konferenz. Mein Name ist Andrea Steinke vom Center for Humanitarian Action. Minuten sind sehr wenig für die Diskussion. Deswegen möchte ich jetzt nicht viel Zeit dafür aufwenden, einzuführen. Es gibt eben diese Stereotypen, wie die Welt zum Beispiel über Haiti spricht. Man braucht da nur Artikel in deutschen Zeitungen oder nicht-haitianischen Zeitungen zu lesen, dann wissen Sie, über was ich spreche. Thema der Konferenz also ist Haiti und Reconstruction, Wiederaufbau, und das war in Haiti in seiner Geschichte oft nötig. Zunächst als die Kolonisatoren ankamen und 3 Jahrhunderte Sklaverei gebracht haben, dann die Revolution von Haiti. Als die begann, folgte die Gründung der Republik 1804, die allgemeinen Menschenrechte für alle versprach. Dann gab es den Wiederaufbau nach dem Revolutionskrieg. Große Teile der Insel waren zerstört und die Republik Haiti war politisch isoliert und wirtschaftlich. Und heute, nach Wahlen, nach der Vertreibung des Diktators in den 90er Jahren, war wieder ein Wiederaufbau notwendig. Und dann nach dem Erdbeben 2010 mit der riesigen Katastrophe. Ich führe das nur an, um Ihnen zu zeigen, dass es mehr als eine Gelegenheit gab, bei der Haiti sich wieder aufbauen musste. Es war oft nicht die eigene Wahl, sondern aus strukturellen Gründen. Seit wir über diese Konferenz gesprochen haben, haben sich die Ereignisse in Haiti entwickelt. Der gewählte Präsident kann sein Amt nicht antreten. Das wird nun von verschiedenen Beteiligten unterschiedlich gesehen, die Organisationen der Zivilgesellschaft. Es wird verlangt, dass der Präsident zurücktritt, aber die Vereinigten Staaten, die UN, unterstützen ihn noch. Das ist also eine neue Entwicklung, die wir diskutieren in Haiti. Eine aktuelle Entwicklung. Wir möchten auch jedem Redner die Gelegenheit geben, die eigene Erfahrung, die eigenen Kenntnisse darzustellen. Ich bin unendlich dankbar und geehrt, dass wir Nixon Bumba in Port-au-Prince, Katja Mauer in Frankfurt und Mark Schuller in Chicago bei uns haben. Ich werde die Einzelnen später noch vorstellen. Wir beginnen mit Nixon Bumba. Nixon Bumba ist ein Menschenrechtsaktivist aus Haiti, Journalist und Mitglied verschiedener sozialer Bewegungen, hauptsächlich geht es eben um die Rechte. Shell Center, Visiting Human Rights Fellow war er und er arbeitet. Ich möchte Sie also alle begrüßen und vor allem Nixon Bumba. Können Sie uns zunächst etwas sagen zur aktuellen Situation in Haiti? Jetzt wieder nicht.
Vielen Dank, Andrea. Guten Tag Ihnen allen. Wie Andrea sagte, dass sie sich geehrt fühlt, uns hier als Gäste zu haben, so fühle ich mich geehrt, für die Einladung an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen, die sich zum Thema gesetzt hat, die Rekonstruktion der Welt. Als allererstes müssen wir sagen, dass wir uns schon seit langem die Frage stellen, ob es nicht notwendig ist, die Welt neu zu schaffen. Wir sagen dazu, dass wir das System ändern müssen. In unserer heutigen Realität wird deutlich, dass das System, das gegen den Willen und gegen die Existenz dieser kleinen Insel hier, die nur etwa 11 Millionen Einwohner hat, die Kolonialismus, Sklavenhaltung und Beherrschung durch die Armee erlebt hat. Ohne diese Menschen zu berücksichtigen und dieses System muss geändert werden, denn uns werden die eigentlichsten Menschenrechte verweigert. In der jetzigen Situation leben wir nun schon fast 3 Jahre mit den Skandalen der Korruption. Wir wissen, dass Korruption zu den historischen Wurzeln unseres Landes gehören. Aber es ist mit dem letzten Unruhen im Jahr 2018 deutlich geworden, wie stark verbreitet die Korruption ist. Wir haben einen großen Rückhalt der Bevölkerung für diesen Versuch, die Gesellschaft zu verändern, die Herrschaft in unserem Land zu verändern und die Menschenrechte endlich respektieren zu lassen. Wir werden wie zu Kolonialzeiten ausgebeutet. Wir haben nicht das Recht auf Selbstbestimmung. Wir haben nicht das Ideal, für das wir damals die Revolution gemacht haben, dass wir uns selbst bestimmen können und frei leben können. Wir haben zurzeit eine sehr starke soziale Bewegung, die in der Lage ist, die staatlichen Strukturen in Frage zu stellen, die mit gegen den Willen der haitianischen Nation eingerichtet wurde, uns auferlegt wurde. Wir haben kulturelle Wurzeln, aber wir haben auch ein eigenes Wirtschaftsmodell, aber die Bevölkerung kommt nicht in den Genuss der Früchte dieser Wirtschaft des Landes. Diese Bewegung, diese starke soziale Bewegung hat jetzt international Kontakte geknüpft und stellte die Machtverhältnisse und die Klassenverhältnisse in unserem Land in Frage. Die Bewegung ist stark geworden. Wir haben über 4 Millionen Einwohner im Land mobilisieren können. Wir haben manchmal Demonstrationen mit über 1 Million Teilnehmern. Und es gibt immer mehr Gelegenheiten, bei denen das Volk selber Macht übernimmt. Es gibt sehr viele Forderungen. Vor allem fordern wir Zugang zur sozialen Gerechtigkeit zu bekommen, zur historischen sozialen Gerechtigkeit. Die Landbevölkerung, die Frauen versuchen, sich in der Volkswirtschaft zu verwirklichen. In den letzten 3 Jahren sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bevölkerungsschichten wieder sehr viel stärker zutage getreten. Wir wollen aber auch Transparenz haben, um die Korruptionsskandale wirklich aufzudecken und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, auch zur Rechenschaft ziehen zu können. Wir
wissen, dass die Entwicklungshilfe, die internationale, auch zu bestimmten Abhängigkeiten führt. Und es wurde sehr viele Gelder gegeben, aber die sind nicht bei den tatsächlich Bedürftigen angekommen. Also auch hier gibt es Korruption. Und hier gibt es eine starke Forderung von Seiten des Volkes. Die Verantwortlichen, die auf der Ebene der Regierung zu suchen sind, auch tatsächlich zur Rechenschaft zu ziehen. Im Jahr 2020 wurden über 350 Menschen getötet bei Aufruhr. Die Antwort war eine massive Repression. Und es hat dazu geführt, dass in den Vorstädten sich immer mehr Gangs bilden, die gegeneinander kämpfen, die die Bewegung auch verlangsamen und die natürlich Auswirkungen haben mit ihrem Tun auf das Leben, das alltägliche Leben der Menschen. Es wurde immer gesagt, dass die Macht geteilt werden muss, dass es eine Kontrolle auch der Macht gibt, aber das besteht im Moment nicht und es gibt keine Möglichkeit für uns, den berechtigten Forderungen des Volkes auch tatsächlich ein Gehör zu verschaffen. Wir wollen die Bekämpfung der Korruption, wir wollen, dass den Petrodieben, wie wir sie hier nennen, der Prozess gemacht wird. Wir wollen, dass das System in Haiti geändert wird. Was bedeutet das? Das heißt, dass wir sehr viel Arbeit vor uns haben. Das System zu verändern ist das, was wir erhoffen. Das heißt, wir müssen diesen historischen Wurzeln mit dem Kolonialismus endlich kappen. Diese wurden durch die wichtigsten Vertretungen der westeuropäischen Länder und mancher Länder Lateinamerikas bisher aufrechterhalten. Wir wollen eine soziale Zukunft. Wir wollen, dass die Grundrechte respektiert werden. Heute muss in Haiti alles von der Mittelklasse, wie wir sie hier nennen, gebaut werden. Es gibt keine echten Verbindungen zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen. Man begegnet sich höchstens rund um die Schulen, aber eigentlich ist jede Bevölkerungsgruppe von den anderen stark abgegrenzt. Wir wissen nicht, wie wir das alles ändern können und wie wir an unser Ideal der Selbstbestimmung wieder anknüpfen können, dass wir selber produzieren, um unsere Bedürfnisse zu stillen, ohne dass wir ausgebeutet werden und ohne dass wir für Leute arbeiten, zu denen wir keinerlei Beziehung haben. Die internationale Völkergemeinschaft, wenn man davon sprechen will, aber die gibt es ja überhaupt nicht. Es gibt keine Gemeinschaft auf internationaler Ebene. Es gibt nur eine Gemeinschaft der Mächtigen, die uns vorschreiben, wie wir handeln müssen, was wir machen müssen. Wir müssen günstige Arbeitskräfte liefern. Wir müssen zum Beispiel Bananen nach Deutschland liefern. Entschuldigung für diesen Vergleich. Also ich möchte mich bei all meinen deutschen Zuhörern jetzt entschuldigen, aber das ist nur ein Beispiel. Die koloniale Logik, die herrscht nach wie vor vor. Das ist eine patriarchale Logik, egal wie Sie sie nennen wollen. Und auch der Rassismus ist ein Problem für uns. Wir werden mit rassistischen Worten behandelt und das ist etwas, was wir von der internationalen Gemeinschaft nicht länger hinnehmen möchten. Wir verlangen, das ist eine humanitäre Angelegenheit, dass wir tatsächlich respektiert werden, dass wir befreit werden, um leben zu können, wie wir das wollen. Also ich hoffe, das hat Ihnen einen kleinen Überblick gegeben über die Situation, in der wir heute leben in Haiti.
Wir haben praktisch eine Unterbrechung der Demokratie, weil wir keinen Präsidenten haben. Also es ist einer gewählt worden, aber der kann sein Mandat nicht antreten. Es gibt eine legitime Forderung, dass dieser Präsident sein Amt räumt und Platz macht für einen Übergang. Aber es gibt auch diese Vision der internationalen Gemeinschaft, die sagen, dass es einen Konflikt zwischen verschiedenen politischen Lagern gibt. Aber es ist sehr viel mehr. Es geht darum, wie wir zusammenleben wollen, wie die Gesellschaft sich gestalten will. Das ist das, was wir verlangen. Wir haben jetzt in den letzten 4 Monaten praktisch täglich irgendwelche Kidnapping-Aktionen erlebt. Und das ist an der Tagesordnung. Und das ist natürlich für die Menschen in Haiti ein Albtraum. Menschen werden einfach verschleppt, manche werden festgesetzt, es wurden auch Polizisten festgesetzt. Wie schon gesagt, Gangsterbanden machen sich breit im öffentlichen Raum und es gibt da eine Gang, die heißt Genève, die alle terrorisiert und die ständig demonstriert und auch Polizisten tötet, die ihrerseits wieder für Massaker verantwortlich sind. Also das ist der Kontext, von dem ich ausgehe, dass er wahrscheinlich zu meinen Lebzeiten gar nicht mehr gelöst werden kann. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir leben im Moment praktisch die gleiche Situation wieder, die wir bereits früher erlebt haben. Das Rechtssystem ist vollkommen korrupt. Die Polizei ist fast wie eine paramilitärische Einheit, die illegitime Maßnahmen ergreift und die überhaupt nicht der Bevölkerung, die sie eigentlich schützen soll, zu Hilfe kommen kann. Es ist wirklich eine sehr schwierige Situation, eine Situation, die für die Menschen sehr, sehr schwierig ist. Selbst für diejenigen, die Gemüse oder Obst verkaufen oder kaufen möchten, das ist kaum möglich, weil sie von den Banden und von den terroristischen, militärisch agierenden Banden bedroht werden. Vielen Dank. Ihnen allen, die Sie hier zuhören, für Ihre Solidarität. Wir brauchen diese Solidarität, um die Situation in Haiti bekannt zu machen. Nicht nur bekannt zu machen, sondern auch um deutlich zu machen, dass wir eine Forderung haben, dieses System zu ändern. Dieses System, das uns krank macht, nicht nur auf Haiti. Ein System, das auch Deutschland, Frankreich, die USA, alle anderen Länder dieser Welt betrifft. Vielen Dank. Broad and intelligible insight on Ja, zunächst mal möchte ich sagen, nach diesen Einblicken in die Struktur in Haiti, möchte ich sagen, wenden Sie sich weiterhin an die internationalen Akteure, verschonen Sie auch die Deutschen nicht und auch die anderen nicht. Ich möchte eine Frage noch stellen, zusätzlich zu Ihren anderen Aktivitäten und den Bewegungen, von denen Sie gesprochen haben, arbeiten Sie ja auch für internationale NGOs. Sehen Sie da Möglichkeiten, die Kräfte zu bündeln und damit dann auch die Situation zu reformieren? Ich glaube, die Tatsache, dass ich heute hier in dieser Konferenz mitmachen kann, zeigt schon, dass wir in der Lage sind, zusammenzuarbeiten und dass wir nicht alleine sind. Dieser ganze Kontext der Konferenz
erinnert daran, dass es einfach notwendig ist, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen, das System zu ändern. Und wir fühlen uns nicht isoliert, wenn wir hier uns vernetzen können. Es macht keinen Sinn, vereinzelt zu arbeiten als Haitianer oder als Deutscher oder als andere Organisation. Wir müssen natürlich zusammenarbeiten. Das ist einfach das Gebot der Stunde. Ja, ich arbeite für eine NGO und als ich diese Arbeit begonnen habe, war das vielleicht ein bisschen ein Widerspruch zu meinem Leben. Die NGO trägt dazu bei, die sozialen Beziehungen zu entpolitisieren und die Haitianer tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen ihres eigenen Lebens und ihrer eigenen Gesellschaftsorganisation. Diese NGO sagt uns, dass wir praktisch die Regierung bilden müssen. Denn wir brauchen keine paranationalen Regierungen. Wir müssen aber bestimmte Funktionen an andere abgeben. Wenn wir das tun, dann führt das dazu, die Beziehungen zu entpolitisieren, wie ich schon sagte, und ein Machtverhältnis zu schaffen als Antwort auf die politischen Probleme in diesem Land. Als ich da mitgearbeitet habe, also das war nur 3 Monate lang, ich wollte einfach etwas anderes machen. Als ich da begonnen habe, mitzuarbeiten, habe ich festgestellt, dass es doch möglich ist, etwas zu verändern, dass man tatsächlich soziale Bewegungen unterstützen kann. Und wenn ich in einer solchen Organisation mitarbeiten soll, dann muss ich auch die Möglichkeit darin sehen, meinem Land zu helfen. Ich habe sehr viel gelernt bei dieser Arbeit in der NGO. Es war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Und das gilt wahrscheinlich auch für die NGOs, alle Arten von NGOs. Man muss diese Arbeit möglichst weit verknüpfen und vernetzen. Ich betrachte es als Privileg, hier Unterstützung zu bekommen für Projekte, Hilfe dabei, wie man Graswurzelinitiativen unterstützen kann, wie man kleine Initiativen unterstützen kann aus ganz verschiedenen kleinen Gemeinden. Also das ist etwas, was wir noch alles machen müssen in der Zukunft. Und das werde ich auch sicherlich weiterhin machen. Ich werde sehr häufig mit Ihnen allen mich austauschen, denn das bringt uns voran. Wir wollen diese Veränderung und wir wollen darüber diskutieren, wie man Abhängigkeiten verringern kann, wie wir in dem Aufbau unserer Zukunft Fortschritte machen können. You provide a positive example not only to Haiti, but to people in other parts of the world. Ein gutes Beispiel, nicht nur für Haiti, sondern auch für andere Völker, auch für die USA. Dankeschön, Bumba, für diese ersten Einblicke. Jetzt möchte ich mich an Mark wenden. Mark Schulle ist ein Anthropologe mit über 2 Jahrzehnten Erfahrung im Bereich NGOs. Er ist Vorsitzender von verschiedenen NGOs. Er ist auch Präsident der Haitian Studies Association. Seine Forschungsarbeiten im Bereich Hilfe nach dem Erdbeben wurde sehr stark beachtet. Sein neuestes Buch heißt Humanity's Last Stand.
über die globale Katastrophe. Es geht auch um neue Ideen, neue Solidaritätsnetzwerke. Marc, aus Ihrer Sicht, was sehen Sie zur Analyse von Bumba? Ja, vielen Dank für diese Aufforderung und Einladung und hier auch die Gelegenheit, gemeinsam mit Bumba zu sprechen. Das ist fantastisch. Wir haben schon bei anderen Initiativen zusammengearbeitet. Es ist wichtig, diese Analysen von Beteiligten zu hören und auch von denjenigen, die vom Austausch ausgeschlossen sind, wie zum Beispiel die jungen Menschen, die in den Shanty Towns, wie es auf Englisch genannt wird, leben. Ich habe vor kurzem erst einen Artikel herausgegeben zu den ausländischen Ursprüngen der zeitgenössischen oder der aktuellen Krise. Ich bin ja kein Haitianer und ich wurde jetzt auch nicht gefragt, mich zur Situation in Haiti zu äußern oder eine bestimmte Position zu unterstützen oder zu verteidigen. Es geht vielmehr darum, dass ich mir meine eigene Regierung anschaue und die Rolle meiner Regierung, was die Regierung der USA tun als neoliberales Regime, als aktuelles Zentrum. Und es ist meine Verantwortung, da deren Rolle zu prüfen und zu sehen, wie die Außenpolitik der USA sich auswirkt auf die Situation in Haiti. Und sich darauf auswirkt, ob die Menschen in Haiti ein vernünftiges Leben leben können. Es geht zurück auf die Ursprünge der Plantagen und der Sklaverei. Daran müssen wir uns sicherlich erinnern. Es ist ein langfristiger Kampf. Es ist nicht nur etwas Aktuelles, Neoliberales. Es sitzt viel tiefer als das. Es geht aber auch eben um Klimawandel, es geht um das Überleben unserer Art. Und Haiti ist ein Land, mit dem ich mich seit 20 Jahren schon befasse. Und andere wie Bumba und seine Kollegen treiben mich da gewissermaßen auch an in meiner Forschung. Zur Arbeit, die ich in Haiti mache. Moment, ich setze mir meinen Timer. Meine Rolle dabei ist, mir anzuschauen, wie die Menschen ihr eigenes Leben wahrnehmen und erleben, wie sie die Strukturen erleben, wie sie die Strukturen auch der Bestrafung, wie sie manchmal genannt werden, erleben und wie sie zurechtkommen mit dem, was sie haben. Die Menschen haben eine freie Wahl, aber sie haben nicht die gleichen Chancen oder Gelegenheiten. Und diese Struktur bringt gewisse Verhaltensweisen hervor, die anti-humanistisch sind, die gegen Menschenrechte verstoßen, die antidemokratisch sind. Und unsere Rolle, wenn wir solidarisch sein wollen, ist es, die Spielregeln so zu ändern, dass die Menschen die Gelegenheit haben, wirklich zu wählen, welche Regierung sie haben wollen, in welchem Land sie leben wollen. 2009 wurde Haiti die Schulden erlassen. Wenn man Schulden abbezahlt, dann kann man nicht zahlen für den Gesundheitssektor, für den Bereich Bildung, kann sich nicht um Umweltpolitik, Umweltschutz kümmern. Das heißt, als Land können wir uns betrachten, was tut unsere Regierung, was tun die internationalen Institutionen. Deutschland ist auch beispielsweise ein wichtiges Mitglied, Weltbank, Internationaler Währungsfonds. Deutschland wie die USA ist privilegiert in dieser kapitalistischen Wirtschaftsstruktur und die Wirtschaft ist ja das, was diese Ungerechtigkeit und diesen Mangel an Chancen für die Menschen vorantreiben. Deswegen können Menschen an Orten wie in Haiti nicht vernünftig leben. Das heißt, wir müssen uns die Wirtschaft anschauen. Da geht es auch nicht nur um die Regierungen. Es geht um die Wirtschaftsstrukturen, um die Saatgutunternehmen, die eben auch dazu beitragen, dass Landwirte in Haiti nicht überleben können. Meine
im Heimatort meiner Mutter beispielsweise werden auch Landwirte jetzt vertrieben im ländlichen Minnesota. Und wenn man sich jetzt anschaut, was in Haiti geschieht, dann sieht man, da sind Anleger, da sind Investoren, da sind Personen, die das finanzieren. Darüber muss man sprechen. Auch die Clinton-Regierung, König und Königin von Haiti wurde das Ganze schon mal genannt, Bill und Hillary Clinton, das, was geschehen ist nach dem Erdbeben 2010, darüber muss gesprochen werden. Bei uns gibt es Menschen, die haben Hypotheken, die müssen ihre Studentendarlehen abbezahlen und die kaufen Kleidung, die in Haiti produziert wird. Auch wir sitzen da mit am Tisch und wir müssen aktiv werden. Also das ist so die politische Ebene. Die Nichtregierungsorganisationen haben jetzt eine Art humanitäre Besetzung, wie es von manchen wie Bumba genannt wird, vorangetrieben. Da geht es einmal um Wiederaufbau, aber es geht ja auch um Menschenrechte. Und hier spielen die ausländischen Akteure eine große Rolle, wenn man sich die Nichtregierungsorganisationen ansieht, über die politische Bühne hinaus, dann haben die Haiti abhängiger gemacht von Hilfe aus dem Ausland, von Importen aus dem Ausland. Und zusammenfassend kann man auch sagen, dass die Hilfe selbst die zweite Katastrophe darstellt. Ich war Tage nach dem Erdbeben in Haiti. Und die Menschen waren definitiv traumatisiert und sie waren auch sehr unorganisiert. Sie haben aber dann ihre politischen Unterschiede, ihre religiösen Unterschiede beiseite gelassen, in dem Bemühen, gemeinsam einfach zu überleben. Ein Beispiel, ich hatte da die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu kaufen und Wasser zu kaufen. Und mir wurde gesagt, bevor ich dafür zahlen darf, müsse man erst mal klären, dass man überhaupt meine Spende entgegennehmen dürfe. Und da waren ungefähr 80 Personen, 8-0, die sich zusammengestellt haben. Und die hatten eine Liste und haben gesagt, okay, der hier hat einen Eimer, der hier hat das und das. Hier können wir so und so viel Wasser transportieren. Das heißt, sie mussten auch erst mal prüfen, bringt uns das was? Können wir damit arbeiten? Und innerhalb von Stunden konnte das Ganze dann wirklich verteilt werden und bejaht werden. Ja, das schaffen wir. Also das ist ein System auf Grundlage von Solidarität. Zuerst reagiert die Bevölkerung von Haiti selbst. Das sind nicht nur welche, die gefüttert werden müssen, die abhängig sind, sondern die haben selber auch Fähigkeiten und Möglichkeiten. Kapital wurde abgezogen, es musste für Ausländer gearbeitet werden, an Orten, wo man die Sprache nicht spricht. Und dann auch der Oxfam-Sex-Skandal, der auch Jahre später erst herauskam, oder auch andere Skandale, spektakuläre Medienskandale, die gezeigt haben, dass dieses System der Hilfe auch eine Art Kolonialisierung darstellt. Da werden Entscheidungen getroffen von Leuten, die gar nicht wissen, was vor Ort eigentlich Sache ist, ganz systematisch. Beispielsweise bei der Verteilung von Reis oder Bohnen, das bekommt dann eine Familie von zwei Personen oder mehr Personen. Und da wird teilweise davon ausgegangen, dass die Familiengrößen geringer sind. Ein Top-Down-Ansatz wurde verfolgt. Hinweis der Dolmetscherin, der Redner ist kaum zu verstehen aufgrund des Tons. Da waren Personen, die wirklich nur einzelne Worte Deutsch oder Spanisch oder Englisch verstanden oder sprechen konnten, die dann entsprechend eine Rolle übernommen haben. Und was da mit Hilfsgeldern gemacht wurde, ist schockierend. Große Prozentzahlen von Frauen berichten auch, dass sie Opfer von sexuellen Gewalttaten wurden, beispielsweise in den Lagern. Und das passiert, wenn einzelne Männer oder Menschen entscheiden, wer Hilfe verdient oder nicht.
Das ist schockierend, dass Hilfe dazu beitragen kann, dass Familien zerstört werden und dass auch die Gewalt gegen Frauen zunimmt. Und das betrifft dann Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen. Vielen Dank dafür, Mark, für diesen Einblick in die Studien, in deine Arbeit und in den Aktivismus. Für Katja ist das jetzt natürlich sehr undankbar, dass sie jetzt für eine Nichtregierungsorganisation sprechen wird, die international aktiv ist. Katja Maurer ist Journalistin und Chefredakteurin des Medico Newsletters. Ausgebildet wurde sie als Dolmetscherin und Übersetzerin. Sie leitete auch das den Öffentlichkeitsarbeitsbereich und sie für Medico. Sie arbeitet zum Thema Lateinamerika, publiziert auch zum Thema Israel und Palästina und zum Thema multiperspektivische Erinnerung. Seit dem Erdbeben in Haiti 2010 hat sie zur Geschichte und Gegenwart des Landes geschrieben und gemeinsam mit jemand anderem das Buch Haitianische Renaissance, der lange Kampf um postkoloniale Emanzipation veröffentlicht. Ja, Katja, dann zur Sache. Vielleicht erstmal eine kurze Vorstellung dessen, was Medico in Haiti tut, auch im Teil Aufbau und Rekonstruktion. Ich benutze die Gelegenheit trotzdem, ich muss es rausnehmen, zu sagen, dass man kann eigentlich als Hilfsorganisation nach dem, was Marc gerade gesagt hat, auf gar keinen Fall sich hier hinstellen und Projekte vorstellen. Das würde so tun, als hätten wir ein Rezept in der Tasche, mit dem wir dann sagen könnten, so macht ihr das dann besser und dann retten wir Haiti. Das aber ist genau das Problem die ganze Zeit. Wir haben in Haiti erlebt und für mich war es als jemand, der das begleitet hat, 10 Jahre lang ein großer Schock, was die Idee, von außen ein Land retten zu können, anrichten kann. Das ist ganz schwierig für eine Hilfsorganisation sozusagen deutlich zu machen, zu sagen, wir können solche Projekte, wie ihr sie euch als Spenderinnen und Spender vorstellt, nicht machen. Denn es ist eigentlich normalerweise, der Business ist, ich stelle ein Projekt vor, das erscheint dem Spender einleuchtend und dann hilft das schon. Aber genau das hat in Haiti die Katastrophe hervorgerufen, von der Marc Schuller eben gesprochen hat. Dass wir eine Projektkultur in Haiti haben, die ich nennen würde, das sind Spenderwillenprojekte. Diese Projekte wurden nicht nur nach dem Erdbeben durchgeführt, sondern die gibt es seit den 1990er Jahren. Haiti gilt als die Republik der NGOs, der ausländischen NGOs, die quasi das Land von seinen eigenen Kräften und Ressourcen enteignet haben. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn Sie als Zuschauerinnen jetzt sich überlegen, denken an Haiti, was würden Sie da tun? Dann sage ich Ihnen, was Ihnen als privilegierte Weise einfällt. Ihnen fallen die armen haitianischen Kinder ein. Und was passiert dann? Wir könnten zum Beispiel, wenn Trump noch mal wiedergewählt worden wäre, dann hätten wir jetzt eine stellvertretende Präsidentin, die hat sogar ein haitianisches Kind adoptiert als Ausweis ihrer moralischen Integrität. Das ist der weiße koloniale Blick auf Haiti. Die beliebtesten Projekte sind Projekte mit Kindern. Es gibt Waisenhäuser, es gibt so viele Waisenhäuser, so viele Waisen gibt es gar nicht. Und Gott sei Dank gehen die Kinder anschließend zu ihren Familien zurück. Wenn man jetzt sich also noch anschaut, was nach dem Erdbeben geschehen ist, so ist es noch viel katastrophaler. 40.000 NGOs waren in Haiti, vollkommen ohne jede Kontrolle. Ich habe ein Buch geschrieben, das hat Andrea Steinke schon erwähnt. Darin habe ich versucht, das alles zu rekapitulieren. Und ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht doch bei den NGOs lande, also bei meiner eigenen Herkunft, und kann sagen, na, so schlecht war das nicht. Aber als ich dann dachte, was haben denn die NGOs gemacht? 40.000 NGOs in einem Land mit 10 Millionen Einwohnern. Sie sind überall hingeströmt und hatten das Gefühl, hier gibt es nichts außer das, was wir tun. Sie haben genau nicht das gemacht, was Marc gesagt hat, zurückgegriffen auf das, was vorhanden ist, sondern sie haben die Spenderwillenprojekte, das, was den weißen Spender als sinnvoll erscheint, Haiti aufgedrückt. Und haben sind so, würde ich sagen, in die Eingeweide dieser Gesellschaft vorgedrungen und haben das Land weiter entmächtigt. Und ich finde es überhaupt nicht übertrieben, von einer humanitären Besatzung zu sprechen.
Deshalb, was kann man tun als eine NGO, die versucht, doch auch politische Arbeit zu machen, aufzuklären? Wir haben in Europa eine Gruppe gegründet, die heißt Stop the Silence on Haiti. Also Schluss mit dem Schweigen über Haiti. Wir müssen versuchen, unseren Einfluss, der sehr klein ist, in dieser Frage geltend zu machen, um zu erzwingen, dass die Unterstützung für den Präsidenten Moïse aufhört. Denn sowohl die EU wie Deutschland sitzen in dieser sogenannten Core Group. Das ist die Gruppe, die in Haiti alles entscheidet, die vor allen Dingen über das Geld entscheidet, und unterstützen nach wie vor einen vollkommen illegitimen Präsidenten, der selbst ganz klar in Korruptionsfälle und verwickelt ist und Gangs an die Macht gebracht hat. Das ist sozusagen, mir erscheint Krachschlagen über die Situation in Haiti tatsächlich wichtiger, als jetzt irgendwie sehr schöne kleine Hilfsprojekte zu machen, die sich gut an die Spender verkaufen. Natürlich arbeiten wir dabei mit Partnern zusammen. Das möchte ich jetzt, das geht gar nicht anders. Mit Nixon oder eben Partnern wie zum Beispiel das Menschenrechtsnetzwerk in Haiti, das Medico jahrelang unterstützt hat. Eine Organisation, die gerade die internationale Hilfe versucht hat zu kontrollieren nach dem Erdbeben und reihenweise Untersuchungen herausgegeben hat. Presseerklärung gemacht hat und nachgewiesen hat, dass zum Beispiel 80% der Hilfsgelder aus den USA wieder in die USA zurückgeflossen sind. Über Deutschland gibt es solche Zahlen nicht, aber es ist sehr viel zurückgeflossen. Jetzt gibt es aber die Aufstände in Haiti und ich werde gefragt als sogenannte Expertin über Haiti und muss dann mir wieder anhören, wie korrupt Haiti ist. Dabei muss man natürlich sagen, die Korruption liegt auch auf unserer Seite und ich sehe es genauso wie Marc. Unsere Aufgabe ist es, unsere eigenen Regierungen anzuklagen und das ist sehr aussichtslos, weil es ist klar, Haiti ist im Stich gelassen, es wird verschwiegen, was wir dort angerichtet haben. Es müsste eigentlich eine Kehrtwende geben in allem, was wir unter Hilfe verstehen und worüber wir vielleicht auch noch diskutieren werden. Thank you so much, Katja, for Vielen Dank, Katja, für diesen kritischen Einblick in das Funktionieren und die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen und auch der eigenen Organisation. Wie ich das jetzt verstanden habe, würden Sie den Weg der Fürsprache einschlagen wollen. Und ich möchte auch gerne das Podium für alle drei Teilnehmer jetzt öffnen. Da können wir uns noch mal austauschen. Wir haben Bumba gehört, wir haben Marc gehört, wir haben Katja gehört, die sich geäußert haben über Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, um das mal euphemistisch zu sagen, in den letzten 10, 20 oder vielleicht 200 Jahren in Haiti. Was wäre denn die Alternative jetzt? Es gibt einige Nichtregierungsorganisationen, die durchaus sagen würden, was sie tun, ist Solidarität. Arbeit. Natürlich will man ja Menschen helfen nach einem Erdbeben. Man will, dass die Menschen überleben. Aber was kann man anders machen? Was muss anders gemacht werden? Auf welche Weise, damit diese Solidarität auch funktioniert? Da hätte ich gerne, dass Nixon Bumba sich vielleicht zunächst äußert. Ja, danke. Ich freue mich über die Vorträge von Marc und von Katja zur Haiti-Frage. Ich glaube, wir alle müssen Alternativen suchen heute für die ganze Welt, in der ganzen Welt, für die Rekonstruktion der Welt. Wie gestalten wir Beziehungen in der Welt neu, speziell auch in Haiti und die Beziehungen Haitis zur Welt? Man muss sich ja nur anschauen, wie der globalisierte Kapitalismus Haiti benutzt hat und dominiert hat. Alternativen suchen, alle zusammen. Und da muss man erstmal sich vor Augen führen, was sich in unserer Welt geändert hat, warum es sich geändert hat und was gerade passiert, welche Entwicklungen in den letzten 10 Jahren stattgefunden haben. Und was genau die Beziehungen zwischen Haiti und Deutschland sind, zwischen Haiti und Europa,
ob diese Beziehungen immer noch koloniale Beziehungen sind und bleiben sollen, auf Makroebene mit den Regierungen, aber auch auf der Ebene der Zusammenarbeit in Projekten mit den armen Familien, mit den entrechteten Familien. Da muss man das mit ein bisschen Distanz betrachten, analytisch betrachten. Jeder muss sich da seine Fragen stellen und wir versuchen unsererseits einen Beitrag zu leisten und uns natürlich auch selbst zu befreien dadurch und uns von diesen Helden zu befreien, die versuchen, Haiti zu befreien. Und viele Beiträge sind keine Beiträge zur Gerechtigkeit und zur Entwicklung. Haiti selbst hat eine neue Humanität, eine neue Menschheit aufgebaut. Wir Schwarzen afrikanischer Herkunft wurden gekidnappt vom System. Es wurden uns Systeme aufgezwungen. Man nahm uns nicht als Menschen wahr. Man behandelte uns nicht als Menschen. Wir waren Arbeitstiere, keine Menschen. Hatten keine Ansprüche auf das, was anderen Menschen zustand. Damit muss man anfangen, mit dieser Gerechtigkeit. Und dann auch brechen mit den gegenwärtigen Strukturen. Und dann braucht es natürlich auch Druck auf die Regierung in Europa, in Deutschland, Frankreich, auch die USA. Können wir die so weiter dominieren lassen? Ganze Länder dominieren lassen über korrupte Regierungen. Das ist eine Welt in mehreren Geschwindigkeiten. Kolonisierung auf der einen Seite durch die Staaten gegenüber Staaten wie Haiti, die nie vollwertig anerkannt waren in ihrer ganzen Geschichte. Und Druck auch von unten. Bauern aus Deutschland, die zusammen mit Bauern in Haiti vielleicht gemeinsam auch mit amerikanischen über Lösungen nachdenken für uns. Alternativen suchen, gemeinsam suchen. Alternativen auch zum Kapitalismus. Weil es gibt im Moment in der Welt nur diese Logik des Kapitalismus. Alternativen auch zum Kolonialismus. Und zum Produktivismus, wo wir Menschen die Natur dominieren, was ja ein Teil der Probleme verursacht hat, die wir erleben in Haiti. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir die Auswirkungen des Klimawandels massiv zu spüren bekommen. Viele mussten Haiti verlassen, in andere lateinamerikanische Länder gehen aufgrund dessen, mit welcher Brutalität und Grausamkeit diese Entwicklungen stattfinden, sehen wir jetzt in Haiti. Der Klimawandel macht große Probleme im Alltagsleben in Haiti, weltweit natürlich. Es geht auch um die Freiheit. Die Freiheit der Menschen, die Rechte der Menschen, die Vielfalt, die Diversität, die Toleranz, Gleichbehandlung, Gleichberechtigung in den Entscheidungen, die getroffen werden für die Zukunft und bei der Suche nach Lösungen und Alternativen, die wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht das Kapital und auch nicht die Macht und auch nicht die Ehre oder das Ansehen, sondern die Gerechtigkeit und die Solidarität. Diese Suche nach Lösungen müssen wir gemeinsam betreiben. Niemand kann für sich in Anspruch nehmen, dass er das schon weiß und dass er alle Lösungen hat. Natürlich, wir müssen es gemeinsam suchen. Ja. Thank you for this input, Bumba. Dankeschön für diesen Beitrag. Jetzt möchte ich mich an Katja wenden. Das hat sie jetzt überrascht. Ich möchte mich auch nicht wiederholen. Natürlich ist es wichtig, Haiti nicht zum Schweigen zu bringen.
oder über Haiti zu schweigen. Wir hören da die falschen Dinge durchaus, die falschen Narrative, die da weltweit verbreitet werden. Aber zu Ihrer Position als internationale NGO, die ja mit diesen ganzen Akteuren im Kontakt ist, die Bumba erwähnt hat, wie die deutsche Regierung und deren Eingriffe und so weiter und so fort. Könnten wir diesen Gedanken der Solidarität, den Bumba gerade angeführt hat, wie können wir den in die Praxis umsetzen? Für Sie als Mensch, aber auch als Mitarbeiterin und Vertreterin. Da gehören wir auch dazu und wir arbeiten selber auch daran. Gehört es darum, tatsächlich die Hilfe wieder neu zu definieren, und zwar in Kontexten von Solidarität und nicht als eine feudale Einrichtung, die versucht abzufedern, was der globale Markt an Schäden hinterlässt. Das heißt, wir brauchen wieder eine Hilfe, die sich repolitisiert und die versteht, dass es um Solidarität geht. Und wir sind auch beauftragt, sozusagen unsere Spenderinnen mitzunehmen. Also das, was wir auch mit dieser Konferenz versuchen, aufzuklären, was sind die Ursachen. Gegenüber Haiti, das wissen wir alle, haben wir eine riesige Bringschuld, weil Haiti das Land ist, was mit seiner Revolution die Menschenrechte erst universalisiert hat. Und diese Erfahrung ist ausgelöscht worden und die muss zurückgeholt werden. Wir werden Achille Mbembe hören in dieser Konferenz. Er hat die Idee von Reparatur. Ich glaube, was Haiti anbetrifft, liegt die Reparatur auf der Hand, wie sie aussehen muss. Reparatur heißt Reparation. Haiti musste Schulden für entgangene Sklavenarbeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzubezahlen. Seit der Unabhängigkeit von 1824. Mehr als 100 Jahre lang war Haiti in einer Schuldknechtschaft. Diese Schulden gehören an Haiti zurückbezahlt. Das wäre wirklich mal ein Zeichen für ein anderes Verhältnis, für eine Dekolonisierung unseres Verhältnisses zu Haiti. Das halte ich für zentral. Hilfe, wenn sie sich anders versteht, ist nicht nur rechenschaftspflichtig gegenüber dem Spender oder den Geldgebern, sondern gegenüber denen, die die Hilfe empfangen. Wir gehören genauso zur Verantwortung gezogen. Wir müssen wissen, die UNO ist nicht dafür zur Verantwortung gezogen worden, dass sie die Cholera nach Haiti brachte, dass sie das Land okkupiert hat. Amerikanische Konzerne wurden nicht dafür zur Verantwortung gezogen, dass sie fadenscheinige Projekte in Haiti durchgeführt haben, nur um sich selbst zu bereichern. Die Liste ist endlos. Und auch die NGOs wurden dafür nicht belangt, dass sie mehr für sich selbst getan haben als für die Haitianer. Also das heißt, hier muss eine Umkehrung der Rechenschaftspflicht stattfinden. Ein Projekt, was ich glaube, was die Zukunft sein wird, ist, dass wir natürlich eine Art von Nahrungsmittelsouveränität für Haiti brauchen. Ja, und Unterstützung, um das zu erreichen. Haiti gehört zu den 5 Ländern, die in der Klimakatastrophe am meisten betroffen sind. Und Nahrungsmittelsouveränität, statt das Land zu überschwemmen mit Nahrungsmitteln aus dem Ausland, wäre ein Weg für viele, sich eine eigene selbstbestimmte Existenz aufzubauen. Also wir müssen uns da ganz neue Dinge vorstellen. Darin kann Hilfe eine Rolle spielen, wenn sie versteht, dass es nicht Hilfsbusiness ist, sondern dass es eine politische Aufgabe der Solidarität ist. Thank you, Katja. Mark, would you like to make a last... Dankeschön, Mark. Möchten Sie noch kurz zum Abschluss etwas sagen? Wir haben ja etwas spät begonnen. Ich möchte deshalb ein kleines bisschen überziehen. Ja, in Haiti gibt es eben diese vielen NGO-Projekte und deren Aktionen haben nicht zur Transformation geführt. Warum? Was können wir machen im Sinne der Solidarität? Es gibt eine bestimmte Struktur und wenn wir die Sachzwänge betrachten, die Entwicklung und humanitäre Hilfe weniger effektiv machen, dann sehen wir eben, was diese NGOs weniger effektiv macht. Die Projekte, wenn wir da etwas versuchen und dann umzusetzen, die Gesellschaft zu verändern, ist es auch immer noch so, dass
die humanitäre Response nicht möglich ist. Wenn Sie die Arbeit nicht zentrieren auf konkrete, wirklich lebende Menschen mit deren Prioritäten, Sachzwänge, die versteht man, aber die Hoffnung auf das, was als nächstes kommt, wie sich also dann die Solidarität umsetzt in Aktion, das verlangt ständige Selbstkritik und die macht es eben dann möglich, dass man sich daran erinnert, dass das Ergebnis wichtiger ist der Aktionen als die Absichten. Wir haben diese Woche Verschiedenes erlebt, dass man fragt, was können wir machen? Es gibt da Vermittler, die hin und her gehen, aber wir müssen zunächst mal die Hausaufgaben machen. Wenn wir die nicht machen können, indem wir zum Beispiel die Sprache lernen und wirklich dann wissen, was los ist in Haiti, das ist ja das Minimum. Man kann nicht einfach nur einen Scheck schreiben, sondern man muss auch aufschreiben, wir interessieren uns für dies und das, dies und jenes. Also wie kann man sich selbst überhaupt, wie kann man Rechenschaft geben auch gegenüber der lokalen Bevölkerung? Man kann nicht einfach nur Dinge abhaken, es gibt da gewisse Mindeststandards. Diese Mindeststandards, die sind einfach zentral für die Menschenwürde. In Haiti hat man ja 1804 die Revolution erreicht und wurde dafür bestraft. Wenn Sie heute universal sehen, dass die Menschlichkeit im Zentrum steht, diejenigen, wir müssen das hinterfragen, man bittet uns ja nicht, uns in die Politik von Haiti einzuschalten. Es geht um die Wirtschaft. Dankeschön, Marc. Dann möchte ich Bumba jetzt das letzte Wort geben. In dem Sinne, was wir jetzt gerade von den Kollegen in Deutschland gehört haben, inwieweit stellt Sie das zufrieden? Ja, ich sehe das absolut auch so. Ich bin absolut einverstanden mit dem, was Katja sagte, über die Wege zu Alternativen für Haiti. Ernährungssouveränität, Umweltfragen, Umweltschutz, Schaffung von Arbeitsplätzen, um auch ein Leben in Würde zu ermöglichen. Das ist wichtig. Wenn man wirklich Alternativen suchen will und umsetzen will und auch die westlichen Regierungen ins Boot holen will, dass sie eben nicht mehr Haiti wie die kleine Kolonie behandeln, dann muss man auch die Bevölkerung hören und einbeziehen in diese internationale Zusammenarbeit. Schauen, wo das viele Geld hingeflossen ist, das nach Haiti gegangen ist, ob es zu den Menschen gelangt ist. Und wirklich auch Ansprechpartner sein für die Menschen in Haiti selbst, um von ihnen zu hören, wie es ist in Haiti. Und diese
Menschlichkeit im Mittelpunkt, das ist es genau. Das ist genau das bei der Suche nach Alternativen. Und natürlich ohne diese Unterscheidung und Trennung zwischen Schwarz und Weiß oder Nordamerikanern, Südamerikanern, Europäern. Eben die Menschlichkeit im Zentrum. Die Menschen, die sich auch gegenseitig bereichern von einem Land zum anderen über die Grenzen hinweg. Um Solidarität zu erreichen. Nicht nur diese bürgerliche Solidarität, diese etwas herablassende Solidarität, sondern die richtige. Das war sehr interessant, diese Diskussion. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ein bisschen über Haiti sprechen konnte. Und unseren Kampf über die Befreiung und Emanzipierung. Here in Germany and the US and all the international actors who might be that it's the imperative to put humanity. Ja, Humanität im Zentrum. Das gilt auch für die internationalen Akteure und daher muss es kommen. Ansonsten sehen wir eben, wo man hinkommt, wenn man die Menschlichkeit nicht an erste Stelle stellt. Damit danke ich Ihnen. Nächsten Bomber. Marc Schuller in Chicago und Katja Maurer in Frankfurt. Vielen Dank an Sie. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu diskutieren und ich hoffe, dass wir dieses Gespräch entweder über das Internet oder auch bei anderen Treffen, vielleicht auch in Nach-Covid-Zeiten dann fortsetzen können. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen können im echten Leben. Und damit möchte ich auch gleich überleiten zum nächsten Thema. Denn das hat für mich auch eine persönliche Note, denn ich war auch auf Lesbos. Und auch deswegen es war kein Zufall, dass wir genau diese beiden Orte, diese beiden Inseln als Beispiele gewählt haben. Es sind beides Inseln und vielleicht wissen Sie das nicht alle in der Situation, die alle uns jetzt gerade dargestellt haben, die historische Situation. Seit den 90er Jahren in Haiti, die Zeit nach dem Coup, das hat dazu geführt, dass viele geflohen sind von Haiti und eben auch dann in internationalen Gewässern festgenommen wurden, nach Kuba verbracht wurden, in Lagern gehalten wurden, in schrecklichen Situationen. Also beide Beispiele zeigen auch, dass es eine Struktur gibt der Externalisierung von Grenzen, der Umleitung von Migrationsströmen. Ich meine damit, was wir jetzt erleben, ist nicht unbedingt neu. Die Instrumente mögen sich ändern. Waltraud Peck nennt sich das die Institution en Misère. Es geht uns eben darum, daraus zu lernen, gemeinsam die Zukunft zu gestalten als Aktivisten international, auch uns gegenseitig eben zuzuhören. Also vielen Dank. Ich freue mich wirklich darauf, auf die nächsten beiden Tage. Das ist eine bedeutende Gelegenheit für uns, uns auszutauschen und ich freue mich jetzt dann auch auf das nächste Podium. Vielen Dank.